Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Reaction auf meinem Kanal. Heute reagieren wir auf Musa, StuSesh, Season 2, Episode 12. Ich bin sehr gespannt, natürlich auf dem StuSesh-Kanal. Produziert ist das Ganze bei Callum, Nuski und Kazapu. Let's go! Sehr kurz, 1,49 nur. Ich bin gespannt. Ich will nochmal einen Dank aussprechen an meine Grammwaage. Ich weiß, du kannst damit nichts anfangen. Wie bitte? Ich will nochmal einen Dank aussprechen an meine Grammwaage. Ich weiß, du kannst damit nichts anfangen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Er sagt ein Danke an seine Grammwaage. Wow, okay. Er ist ein Trapper. Auf geht's. Okay, let's go. Dafür, dass das Lied nur 1,49 ist, haben wir schon 30 Sekunden weg. Baby, don't waste my time. Bin dizzy mit Killy, die Pussy schmeckt gut und es bin wie die Dirty Sprite. Okay. Baby, komm, hol das Nein. Stecke die Sim in das Alcatel. Wir danken noch immer der Grammwaage. Okay, seine Stimme ist ein bisschen anders. Die ist viel. Die ist sehr soft, die war noch nie so sanft, sag ich mal. Baby, don't waste my time. Bin dizzy mit Killy, die Pussy schmeckt gut und es pink wie die Dirty Sprite. Okay. Pink wie die Dirty Sprite, okay. Baby, don't waste my time. Bin dizzy mit Killy, die Pussy schmeckt gut und es pink wie die Dirty Sprite. Baby, komm, hol das Nein. Stecke die Sim in das Alcatel, wir danken noch immer der Grammwaage. Der Runner ist gerade am Machen, doch wenn ich ihn ruf, muss er antanzen. Ja. Es ist wie es ist, musst du noch was begleichen, bin ich schneller da, als du gucken kannst. Du machst nur auf hart wegen Gruppenzwang, erst pack ich dich und danach ist dein Kumpel dran. Misch meine Pint, bin one of a kind. Er hat geredet bei der Polizei. Ja, also die Reimketten, die wir auch von Musa kennen, Gruppenzwang und Kumpel ran, sehr gute Reimketten. Danach ist dein Kumpel dran. Misch meine Pint, bin one of a kind. Er hat geredet bei der Polizei. Okay. Hat seine Schläge bekommen, gebettelt um Hilfe. Du weißt, meine Gegend ist heiß. Okay. Fahre mit Kilos vorbei an der Wache. Geb beim Fick auf die Zivilbeamte. Nur Gott kann mich richten wie eine Krawatte. Ich geh niemals broke, immer ran, volle Taschen. Ja. Immer voller Magen, wieder neue Ladung. Jeder weiß, nein, ich kann es nicht lassen. Junkie am Betteln in Ecke will testen. Ich geb ihm eine Probe, er kann es nicht fassen. Okay, der Beat ist ein bisschen auch zu leicht für so Musa, weil Musa ist ein sehr harter Rapper und irgendwie der Beat, er knallt nicht so rein, wie er sollte. Kind, bin one of a kind. Er hat geredet bei der Polizei. Hat seine Schläge bekommen, gebettelt um Hilfe. Du weißt, meine Gegend ist heiß. Fahre mit Kilos vorbei an der Wache. Geb beim Fick auf die Zivilbeamte. Nur Gott kann mich richten wie eine Krawatte. Ich geh niemals broke, immer ran, volle Taschen. Immer voller Magen, wieder neue Ladung. Jeder weiß, nein, ich kann es nicht lassen. Junkie am Betteln in Ecke will testen. Ich geb ihm eine Probe, er kann es nicht fassen. Baby, don't waste my time. Bin dizzy mit Killy, die Pussy schmeckt gut und es pinkt wie die Dirty Sprite. Was mir auch sehr gefällt, ist, dass er nicht nur einfach so hinrappt, sondern auch in der Hook kommt noch dieses Baby und so ein bisschen mit Killy, die Pussy schmeckt gut und es pinkt wie die Dirty Sprite. Noch immer der Grammwaage. Der Runner ist gerade am Machen, doch wenn ich ihn ruf, muss er antanzen. Baby, don't waste my time. Baby. Die Sim in das Alcatel, wir danken noch immer der Grammwaage. Der Runner ist gerade am Machen, doch wenn ich ihn ruf, muss er antanzen. Er muss. Okay. Sehr kurz. Ja, das war's. Das war meine sehr, sehr kurze Reaction zu Musa StuSesh. Was ich sagen muss, ist, dass Musa ein Künstler ist, der wirklich Lieder draußen hat, die vielleicht sogar die besten im deutschen Drill sind. Zum Beispiel sein No Hook war krank, seine StuSesh, weil fast jeder Part, wo er dabei ist, war halt einfach ein Brett. Aber irgendwie, dieses StuSesh war nicht so auf seinem Level. Der Beat war ein bisschen zu leicht, seine Stimme an sich, er hat nicht das gezeigt, was er so wirklich kann und was er wirklich drauf hat, sondern er war so ein bisschen mehr gechillt und die Hook war länger als der Part, also als sein Verse selbst. Und an sich, das Lied war ja auch nur 1,40, davon 30 Sekunden Intro, Outro. Naja, Playlist weiß ich nicht, vielleicht muss ich mir anhören, weil die Hook an sich war ganz gut und auch sein Part war okay. Nur ob es für die Playlist reicht, muss ich mir auf jeden Fall nochmal anhören. Was denkt ihr über das Ganze? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Habt noch einen schönen Tag, haut rein und ja, ciao. Thank you.